Okay, Handschutz kann weg. Kann weg. Kann weg. Kann weg, kann weg, kann weg. Schön. Den langweilig haben wir erledigt und jetzt geht's weiter. Die Heilige aus dem Koatl-Morast überfallen unser Dorf. Bitte helft uns. Nächster Angriff aus Feuerelementar. Vielleicht schaffen wir es noch heute irgendwann, den kaputt zu kriegen. Oder vielleicht auch erst morgen. Und wahrscheinlich kloppt ihn auf 1% runter, denn das ist Event zu Ende. Würde mich nicht wundern, wenn es so wäre. Also ich weiß nicht, wie eure Meinung ist. Vielleicht sagt ihr auch wieder, oh, dieser Tillamypill nimmt sich wie ein Noob. Nein, es ist okay, wenn ihr das denkt. Dann schreibt es aber bitte in die Kommentare, damit ich weiß, ob ihr wirklich so denkt oder ob ich nur selbst über mich so denke. Ich habe kein Selbstvertrauen. Nein, aber ganz ehrlich, ich bin über jede Art des irgendwelche Kritik, ob es jetzt meine Let's Plays angeht, ob es mein Spielstil angeht, ob es meine Klasse angeht. Ich habe ja schon, es ist ja schon einigen Leuten aufgefallen, dass das Format Anfang 4 zu 3 war und nicht 16 zu 9. Tut mir leid, ist mir auch erst später aufgefallen. Beim Spielen direkt fällt es nicht auf, sondern erst wenn man die ersten Videos dann bearbeitet. Deswegen ist es ein bisschen spät geworden, was das angeht. Ich nehme auch gerade, glaube ich, die längste Aufnahmesession am Stück auf. Okay, der ist platt. Und der Feuerelementar stirbt langsam aber sicher. Was macht die da, die Roba? Die nervt doch nur. Die macht überhaupt was? Jetzt muss ich nur hoffen. Wie? Ich? Was? Ich stand nirgendwo drin. So, jetzt Das bin ich ist hier. erfrischend. Kann mich hoffentlich hier wiederbeleben. Danke, dass du einfach weiterrennst und dich nicht mal bückst. Okay, die da kann ich dann gut wiederbeleben. Die ist auch erst nur halb tot. Bevor der in den Dot krepiert. Seht ihr, was da dort weghaut? Ich brauche Hilfe. Bin Jaul! verletzt. Ey, ich krieg ne Krise. Okay, netterweise lebt mich hier jemand wieder. Da kommen wieder sofort hier die Dinger auf mich zugerollt. Weg. Da. Die Dinger hauen einem echt mit einem Schlag um. Das ist doch etwas krass. Da kommt wieder so eins angerollt. Weg. Das ist erfrischend. Okay, da kommt wieder eins an. Nein, nein! Oh! Ich habe gar nicht gesagt, ich will nach da rollen. Ich habe gesagt, nach hinten und nicht zur Seite. Ich habe ganz klar S gedrückt, bin ich mir sicher. So ein Dreck, 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 Dreck. Der wird niemals down gehen. Nicht in 20 Millionen Jahren. Ich fühle mich riesig. Okay, ich will jetzt nochmal reinrennen. Um die AOEs rum, den will ich. Wo kam der jetzt her? Den habe ich gar nicht kommen sehen. Also derjenige, der diesen Boss entworfen hat, hat es doch etwas übertrieben. Es brennt! Warum habe ich jetzt Schaden bekommen? Ich weiß nicht mal warum. Ich bleibe jetzt hier oben stehen. Vielleicht kommen hier diese AOEs nicht raufgerollt. Ich wollte ja eigentlich hauptsächlich das hier auf den draufhauen.
damit der Boss auch bloß schön Schaden von anderen Gruppenmitgliedern bekommt. Ich bin schnell wie der Wind. Auch jetzt, warum bin ich jetzt ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nicht mal Schaden bekommen. Ich bin einfach gestorben. Auch und jetzt hat er auch noch gleichzeitig ein AOE auf mich drauf. Ach, das ist ja nett. Mir bleibt nicht viel Zeit. Ja, ist aber praktisch. Wo kam das jetzt her? Diese scheiß Harpchen, ne? Ey, ich kann's nicht glauben. Der Boss macht mich platt. Ah, ich bin aggro. Ihr werdet mich jetzt 5 Parts fehlen sehen. Ihr seht das ja nicht am Stück, sondern in Parts aufgeteilt. Das macht das Ganze wahrscheinlich noch lustiger und unattraktiver für euch. Autschi, Autschi. Ganz recht, Autschi. Ich habe keine Ahnung, wie es mit den Gilden aussieht. Jetzt nochmal schneller reinrennen. Wenigstens konnte ich dem Boss ein bisschen Schaden machen. Vielleicht sollte ich mal so ein Schallungsfeld an den Boss klatschen. Macht bestimmt ordentlich Schaden. Da er nicht rausgehen kann. Was ist denn 14x33? Das ist einiges, oder? Ich glaube, wenn man die Krähenfüße auf den Boss werfen könnte, wird das so viel Schaden machen. Oder? Ja, müsste eigentlich. Okay. Braucht ihr Hilfe? Platt. Das da war, glaube ich, kein Dieb, sondern ein Ingenieur. Ingenieur wollte keiner sehen bis jetzt. Ist auch nicht meine Lieblingsklasse, muss ich sagen. So, jetzt muss ich vor allen AOEs hier aufpassen. Vor irgendwelchen Viechern, die auf mich zugerollt kommen und aus dem Nichts spawnen. Ich bin gar nicht im AOE drin. Ah, das zum Beispiel. Oh, jetzt wollte ich mich gerade wegrollen. Zustand bessert sich. Das sollte auch von Kollegen wiederbeleben zu wollen. Das tötet mich immer. Bin verletzt. Diese Flammen, die auf mich zukommen, hätte man vielleicht anders färben können, damit man die etwas mehr unterscheiden kann. Ja, ärgerlich ist es allerdings. Versuchen wir mal so ein bisschen hin und her zu laufen. Beschleunigt! Da kommt wieder so ein Ding angerollt. Die sieht man gar nicht. Man denkt, das sind irgendwelche vom Boss. Man denkt gar nicht, dass... Ich steuere rapide auf die Niederlage zu. Jau! Ey, jetzt hat der 5 AOEs auf mich gleichzeitig geschossen. Warum verliere ich mehr Leben, als ich regeneriere? Gar nicht atmen. Komm schon, jetzt. Irgendeiner belebt mich ein bisschen wieder. Das dauert doch sonst Ewigkeiten hier. Nein! Ey, der Boss geht mir gerade so auf die Nüsse. Nein, ey, schieß doch nicht... Ach, schieß doch noch mehr AOE auf den kleinen Asura, der einfach nur versucht, irgendwas zu machen. Ach, und jetzt ist der Punkt auch noch weg. Ey, also... Den Boss könnte man in mehreren Sachen etwas spielbarer machen. Also die AOEs, die da auf einen ballert, ist ja mal übelst viel. Der hat jetzt, glaube ich, 5 AOEs gleichzeitig auf mich geschossen. Ich bin von einem in den nächsten reingerollt. Dann machen die übelst dicken, fetten Schaden. Und... Was? Und die Harpchen nerven auch noch mit ihren Level 17 Scheiße da. Dazu noch diese Viecher, die aussehen wie vom Boss. Ich meine, da wirbelt überall Feuer rum und da sollen diese kleinen Feuerhaie oder so, Haiflossen daraus erkennen. Als der Reaktor hochging... wurde die Struktur der Welt von innen nach außen gekehrt. Manche Dinge werden nie wieder so sein wie zuvor. Ja, cool. Okay, dich habe ich jetzt, Wolf. Tschüss. Nächster Versuch. Greife ich mal vorbei, gehe diesen Lindwurm da an. Oh. Das habe ich an die Salve verschwendet. Das Entladen, meine ich. Aber die erste Attacke macht auch ordentlich Schaden. Vor allem dadurch, dass die Blutung so gut stackt. Da die alle Sekunde geschossen wird. Ich fühle mich erneuert. Okay, nächster Versuch. Mal sehen, wann die erste Haifischrosse ankommt, die mich direkt wegballert. Komm, den will ich mal wiederbeleben.
Auf alle Heilfeststraßen achten. Da kommt einer. Rüstung verbessert. Da stehe ich nicht mal diesen AOEs drin. Und werde trotzdem dann getroffen. Da ein Heilfeststraße. Ärgerliche Viecher. Ich bleib jetzt mal hier oben ein bisschen stehen. Wenigstens könnte ich die Heilfeststraßen hier nicht treffen, hoffe ich mal. Das müsste eigentlich Gift bei dem Stacken. Tut's aber nicht. Toll. Jetzt gehen diese ganzen HP wieder nur auf mich. Jo! Habt ihr das gesehen, wo diese AOEs auf einmal herkamen? Jo! Wie soll man denn da noch irgendwas schaffen? Ach, das Ding hat mich nicht mal getroffen. Das ist irgendwo hier unten vorbeigerollt. Das ist hier gegengeschlagen. Natürlich. Noch ein AOE auf mich geschossen. Ich hasse den Boss. Wer hat sich diesen Scheiß ausgedacht? Ich werde jetzt erstmal das Herz machen. Da kann mich reiten, was will. Ich werde diesen Boss nur töten, falls er gerade zufällig irgendwie Level 80er vorbeikommt und den niederknüppelt. Wahrscheinlich wäre sogar Level 80er von diesem AOE ins Nirvana geschossen. Wenn ich mich frage, wer jetzt schon Level 80 ist. Naja, gibt so kranke Idioten. Ich weiß es nicht, wie man es schafft, in World of Warcraft an einem Tag oder an zwei Tagen maximal Level zu erreichen. Es gibt solche Idioten. Ich glaube, ich habe es schon mal gehört. Die schaffen es in ein oder zwei Tagen oder Wochen, ich weiß es nicht. Ich habe da Ewigkeit für gebraucht. Und selbst wenn ich durchgehend spielen wollte, würde ich das niemals schaffen. Als der Reaktor hochging, wurde die Struktur der Welt von innen nach außen gekehrt. Manche Dinge werden nie wieder so sein wie zuvor. Spruch kenne ich. Okay. Da habe ich noch so einen Krebs. Hallo, Krebs. Okay, und jetzt den hier. Och, und der hat den geblockt. Kleiner Sack. Ah, ich habe jetzt sauber geholfen. Toll, so schnell ging das Herz. Okay, also doch wieder zum Boss. Ist das nicht toll? Das habe ich nicht kommen sehen. Wundert mich nicht. Muss ich den Felsen wieder platt machen? Was kein anderer machen möchte. Und wieder zum Boss. Danke. Das war überraschend hilfreich. Irgendeine Heilfeststraße, die angerannt kommt, oder irgendein Feuerball. Kräftigend! Das Problem ist einfach, dass ich immer wieder mich dazu hinreißen lasse, auf der Brücke stehen zu bleiben und mich um die Verwundeten kümmere. Weil ich glaube, je mehr man in Gruppen steht, desto mehr AOEs treffen das Gebiet. Wie ist das? Och, ich kann nicht mal die Harpien von den Dingen unterscheiden. Ich habe was für ein Harpier gehalten, die da irgendwo rumrennt. Das Feuer könnte wenigstens schwarz sein. Schwarzes Feuer ist immer cool. Oder grün. Aber da hätte man ein bisschen mehr unterscheiden können. Ich meine, hier ist ja alles rot. Bin ich fast in einen anderen AOE reingesprungen. Nein! Okay, so. Meine Ohren. Einfach immer von links nach rechts rennen. Ich hoffe mal, dass das irgendwie hilft. Wenigstens verteilt er nicht einen durchgehenden Schaden noch im Raum. Das wäre es nur gewesen. Ja, jeder im Raum kriegt dann nochmal irgendwie, weiß ich nicht, 20 Schaden pro Sekunde. Heifeschlosse. Okay. AOE, schon mal rausgerannt. Dem werde ich helfen. Weil der nur halbtot ist. Heifeschlosse? Scheiße. Gut. AOE kommt auch nicht. Verbrennt mich! Ja, ach, ernsthaft?
Nein. Ah, Lebensentzug macht das hier. Schön. Was ist jetzt passiert? Wovon wurde ich jetzt schon wieder getroffen? Ach, da war eine Haifischflosse, die auf mich zugerannt kam. Das habe ich gesehen. Komm hier, wäre nett, wenn du mich, helfen würdest. Mir denn niemand? Och toll, jetzt habe ich noch irgendeine Aoi getroffen von irgendeinem Viech. Och, vielen Dank, vielen Dank. Ich werde sie nicht vergessen. Vielen Dank. Ich fühle mich so entzündet. Was du nicht sagst. Och, das, was ist denn hier? Och, das gibt's doch nicht. Ich renne hier von einem, von irgendeiner Scheiße in die nächste. Ich renne aus zwei AOEs raus, die mich... auf die Niederlage zu. Was hat mich jetzt getroffen? Boah, dass ich das...